Hallo, willkommen. Ich will heute mal mit euch was zeigen. Und zwar ich habe hier Datei Explorer den Schnellzugriff zu deaktivieren. Ich mag diesen Zugriff nicht. Ich will schon mal, was ich so habe hier. Kein Mensch braucht diesen Scheiß nicht. Also Windows ist andere Meinung, aber mir fuckt das Teil so an. Und wir haben auch Möglichkeiten, dort eine Änderung vorzunehmen. Wir werden jetzt unter dieser PC einmal hier eine Änderung durchführen. Punkte. Und da geben wir nicht Zugriff, sondern wir gehen hier auf dieser PC. Und jetzt geben wir ein Programm. Das heißt, würde ob wir Registrierung da rumschreiben oder nicht der Veränderung nicht durchführen, sondern wir machen das mal hier. Zeige ich euch das mal. Shift-X. Warum dieses Programm? Ein Normaluser hat keine Rechte, davon irgendwas da machen. Als Nutzer habe ich nicht so viele Rechte. Da müssen wir Admin sein und dazu müssen wir ein paar Einstellungen vornehmen. Und dort welche Sachen, die wir so haben, werden nicht mehr diesen öffnen, diesen Explorer irgendwas öffnen. Sonst kriegen wir sündhaft die Fehlermeldung. Das wollen wir vermeiden. Und dort wird einen ja verlinkt. Ich habe Beispiel hier Terkeri. Hat Beispiel Video, was schon, warten Sie mal, gucken wir nach, schon 6 Jahren ein Video, wie man das Schnellzugriff deaktivieren kann. Und dazu zeige ich euch das mal. Und zwar mit diesem Pfad hier, ich werde es mal erstmal raus machen. Wir werden jetzt hier, wir gehen jetzt ohne Take Ship. Wir werden jetzt hier erstmal hier reinfügen. Warte, ich muss kurz gucken. Ah, jetzt muss ich schauen. Ah. Ich glaube, der hat es jetzt halt markiert. Ohne Typ Ship. Typ Ship, jetzt sind wir voll. Ah, yes. Administrator Folge, das ist Yes. Und oben im Teil-Editor muss ich gucken, ob das hier eine automatische 1 durch Attribute Nummer 6, das ist sehr wichtig, dort eine Nummer durchführen, sondern wir müssen hier eine 6 fügen. Ich gucke gerade mal hier. Dort eine 6 durchführen. Nur die Zwischenzahlen hier. Wir löschen aus und wir wollen aber nur eins, eine Nummer 6 machen. Das heißt, okay klicken. Und dass wir dort nicht zu so viel reinschreiben und nicht rumkritzeln, dann können wir es einfach jetzt, wir haben jetzt Vollrechte, wir können es da reinkritzeln, wie wir es wollen. Und jetzt dazu nicht mehr so rumkritzeln wollen, müssen wir es wieder deaktivieren. Dazu machen wir den Haken rein. Und dort wird noch No, das heißt, wir können noch Nutzer als System rein, da können wir auch anmelden, aber wir brauchen das nicht. Und dort gibt es noch einen Befehl. Der uns auch noch einen Befehl, den verlinke ich euch. Die Befehle aus anderen Video, das verlinke ich auch im Video. Vielleicht wird es auch interessant für euch werden. Hier diesen Chip, da sind wir wieder. Yes, wir haben wieder Rechte und dort können wir da auch reinkritzeln. Dann Editor, dann gehen wir hier Attribute, die haben wir schon. Dann wieder zumachen, den Haken zu und jetzt machen wir Bums. So, das Haken ist zu. Jetzt kann es möglich sein, dass das nicht gewirkt hat. Wir müssen jetzt ganz einfach, wir schließen den kompletten Rechner oder wir machen den kompletten Explorer. Schließen wir jetzt ab. Das machen wir. Datei. Das ist der bekannte hier. Wir gehen jetzt hier rein. Und wir suchen jetzt mal. Ja, wir wollen jetzt den Explorer beenden. Ja. Explorer, dann bums, jetzt kriegst du nicht erschrecken, das muss so sein. Open N, nicht anderes, das ist was anderes. Und wir gehen jetzt hier auf hier und wir klicken auf Yes. Und dann sind wir froh, dass wieder alles funktioniert. Jetzt kann es möglich sein, dass er jetzt drinne ist. Jetzt öffnen wir alles und zack, bumm, ist es schön weg. Oh, es ist ja natürlich deutlich zufrieden, ne? Hey, er ist noch da, hey. Der ist noch da. Voll.
krieg das nicht hin. Ey, das ist doof. Warum soll der jetzt wieder da sein? Was soll denn das? Ich will das wieder weg haben. Jetzt ist er weg. So, Leute, jetzt könnt ihr einfach so wieder so machen, wie ihr es wollt. Ah, hat es ein bisschen gemackt, hat es gesehen. Und jetzt sieht es viel besser aus. Es ist viel schöner als der Eigelmone Mist. Also, ich mache das so: man kann auch dieses einklappen, aber ich brauche die manchmal. Und so ist es viel angenehmer. So habe ich euch gezeigt, wie ihr den Shell-Zugriff deaktivieren könnt. Und habt Glück dabei, habt Freude drauf.